So, wir zocken mal eine komplette Runde hier, Eroberung auf eines der neuen Maps. Und zwar, ja, ich habe heute mal gedacht, ich zock mal Stummsoldat. Zumindest starte ich damit mal. Man soll ja eigentlich immer so ein bisschen flexibel sein, sich so ein bisschen den Gegnern anpassen und dann auch durchaus mal wechseln während des Spiels. Aber damit starten wir mal. Ich glaube insgesamt so, dass das meine Lieblingswaffe so bisher ist hier im Battlefield. Die M416, die haben wir heute am Start. Danach dicht gefolgt von der AUG. Also das sind doch so meine beiden Lieblinge hier. Und ja, ich zeige euch schnell das Setup, was ich drauf habe. Und ich zocke diese Waffe am liebsten mit dem Visier hier. Und ja, und genau. Also das seht ihr jetzt gerade. Mündungsbremse haben wir drauf. Angewinkelter Griff. Die Tarnung finde ich sieht eigentlich auch ganz schick aus. So, was müssen wir noch machen? Wir müssen uns nochmal einen Squad raussuchen. Und zwar. So, wir nehmen mal ein Squad, so ist zumindest jetzt nochmal ein. Wir bleiben vielleicht. Ne, ich habe jetzt momentan, das ist jetzt schon später am Abend. Aus meiner Freundesliste sind jetzt auch nicht mehr so viele online. Dann, sonst lasse ich eigentlich immer noch Plätze frei, dass ihr noch nachjoinen könnt. Und genau, haben wir noch Boost? Ja, wir haben noch Restzeit drin und jetzt geht's direkt ins Match. Also nicht lang schnacken. Los geht's. Direkt bei den Kollegen. So, ja, wir folgen dem mal, dann bin ich hier nicht allein unterwegs. Das ist schon ganz gut. Ja, und ich glaube, also ich habe auf dieser Map am Wochenende schon mal so ein bisschen zocken können. Und ich glaube, dass das so meine, ja, Lieblingsmap ist, zumindest jetzt für den Spielmodus Eroberung. Insgesamt kann ich das Naval Strike DLC aber noch nicht beurteilen, schaut mal. Weil dafür habe ich es. Ich sehe das Red Dot gerade nicht. Es blendet gerade ein bisschen. Es ist mir aufgefallen. So, wo ist denn der Typ? Da oben ist er. Ah! Von hinten, oder? Nee, das war der doch. So schnell killt er mich. Schaut mal. Und das mit der UMP. Das wundert mich wirklich. Echt ärgerlich. Eigentlich ein unnötiger Tod, also habe ich nicht aufgepasst. Aber das ist mir aufgefallen auf diesen Maps. Das hier jetzt zum Beispiel, seht ihr, wenn ich jetzt reinvisiere, ich sehe meinen Red Dot nicht. Ist dann schwer anzuvisieren. Die sind so hell, diese Maps. Vielleicht muss ich meinen Monitor auch mal ein bisschen anders einstellen, etwas dunkler. Vielleicht mache ich das, ja, das mache ich. So, aber ich laufe mal hinter diesen meinen Squad-Kollegen hinterher. So, geht's hier, weil hier war ich noch nie auf dieser Map. Auch nicht schlecht. So, gucken wir mal, wo die sind. Wo sind die? Ah, da oben sind die, alles klar. Dann laufen wir da mal hinterher. Ich muss gerade schauen, wer Squad Leader. Also das bin ich nicht. Das ist eigentlich immer wichtig hier im Eroberungsspielmodus. Eigentlich mit das Wichtigste überhaupt, dass man schaut, wer Squad Leader ist. Und der gibt ja auch Befehle. Ich sehe wieder meinen Red Dot nicht. Das ist ein bisschen hinderlich. Und dass der Squadleader, der hat natürlich eine wichtige Aufgabe, dass er seinem Squad sagt, was getan werden soll, indem er dann zum Beispiel auch Flaggen markiert. Und wenn die so blinken, dann heißt das, wir sollen die Flagge zum Beispiel verteidigen oder angreifen. Und das gibt halt enorm viele Extrapunkte. Also es ist schon echt extrem wichtig. Man könnte die jetzt so zum Beispiel markieren. So, aber wir folgen den Kollegen. Oh ne, jetzt fahren die weg, Mensch. Was macht ihr denn da? Nimm mich mal mit. Hallo? Scheiße. Naja, egal. Aber das wäre ja super, wenn das mal so klappt. Das seht ihr ja nicht so häufig bei mir, weil ich bin doch meistens immer so als Einzelkämpfer unterwegs. Schlag mich einigermaßen tapfer, also mehr oder weniger. Klappt halt nicht immer so gut, aber ich meine, als Team ist es halt dann doch wesentlich einfacher. Da wird man dann auch schon mal wiederbelebt, so wie ich diesen Kollegen jetzt mal wiederbelebe. So, schauen wir mal. Ah ja, und hier ist so ein Vereinzelter da oben. So, und da ist noch einer. Es könnte ein Sniper sein. Muss ich ein bisschen aufpassen.
keinen Bock auf so einen One-Hit-Kill. Oh, da ist noch einer. Schade, ich hoffe, jetzt werde ich wiederbelebt. Wäre natürlich eine feine Sache. Warten wir noch mal ein bisschen. Naja, kann er nicht machen, weil der Gegner, der steht da direkt dabei mir. So, jetzt bin ich nur nicht sicher, wo die waren. Hier vorne, ne? Ja. So, ich versuche den nochmal wieder zu beleben, aber schade. Hat leider nicht mehr geklappt. Da ist aber noch einer, oder? Okay. Ich sehe sie gerade nicht. Oh, was fliegt da? Da oben ist noch einer. Komm ruhig ran, komm ruhig. Da ist noch einer. Ah, die Punkte habe ich jetzt leider nicht mitgenommen. Aber so macht sich das aus. Jetzt haben wir nochmal so ein Upgrade erhalten. Feld-Upgrade heißt es, glaube ich, oder? So, wo sind die Kollegen? Die sind hier oben noch, oder? Ja. Ah, scheiße, das ist ein Shopper. Ich muss da erstmal in Deckung gehen. Ja, und hier wird mir schon noch einer angezeigt. Ah ja, hier ist noch einer. Campt der da oben? Könnte sein, oder? Hier, der ist, glaube ich, gerade gemessert worden. Mein Teammate hat den, glaube ich, gemessert. Geil. Richtig so. Ja. So, wie steht's übrigens? Also man muss hier mal echt so viel beobachten. So, also sehr ausgeglichen gerade. Und hier kommt jetzt einer. Oh, ich liebe diese Waffe. Habe ich heute, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, oder? So, okay, haben sich meine Teamkollegen drum gekümmert. Sauber, weiter. Perfekt. Ja, klappt gerade ganz gut. Ist echt gleich ein ganz anderes Spiel, wenn man mit den Kollegen läuft. Ist halt dann auch nicht so nervig, ne? Weil man dann auch mal wiederbelebt wird. Oh, ich dachte schon, wäre da noch einer. Ne. Ja, was machen wir jetzt? Oh. So, 100%. Da hinten ist ein Boot. Ich schaue gerade auf der Minimap. Ah, jetzt wollen sie mich aber hier erledigen. Ja, wir verlieren gerade die Flagge, ja. Da kannst du da manchmal nichts machen, wenn dich dieser Hubschrauber einmal im Visier hat. Das ist dann echt... Ah, zumindest ist das Teil jetzt erledigt worden. Sauber. So, ich will auf jeden Fall wieder bei meinem Squad joinen. Ich check gerade nochmal hier auf der Minimap. Ich glaube, da war ein feindlicher Soldat. Oder? Ah, nee, okay, das war ein Teamkollege. Perfekt. So, wie steht's? Jetzt liegen wir in Führung. So, wo geht's lang? Das Einzige, was mir fehlt halt in meinem Squad, ist die Squad-Befehle. Ah, hier. Jawohl, ausgeschaltet. Jetzt schaue ich gerade mal. Ich sehe die gerade nicht. Auf jeden Fall ist da wieder so ein nerviger Hubschrauber. Ich suche mir erstmal Deckung. Ich muss mir erstmal Deckung suchen. Ja, komm, ich habe ein Medikit hingeworfen. So. Ja, der Tube dann da scheinbar noch. Das, ah, da haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn ausgemacht. Der wird da im Flugzeug drin sein. So. Ah ja, da ist noch einer. Was machen wir jetzt, Kollege? Wollen wir noch mal kurz warten, oder... Oder laufen wir los? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja. Jetzt nehmen wir ja die Flagge ein. Jetzt können wir loslaufen. Weil jetzt müsste der Bereich ja safe sein. Wir nehmen die Punkte mit. Perfekt. Ja, gefällt mir gerade gut. Die Runde macht echt Bock. Sauber.
Okay, da liegt ein toter Teamkollege. Okay. So, was machen wir? Okay, Moment. Zwei Gegner, zwei Feinde. Hier vorne im Wasser. Da waren sie schneller, da kommt der nächste. Da liegt ein toter Teamkollege. Deckung. Da schnibbert einer. So, ja, ja, da schnippert einer. Geh mal kurz rein hier. Dann sehen wir mal das Flugzeug von innen. Und da liegt schon wieder einer. Hat nicht geklappt. Ja. So, ja. Ich kann ihn gerade nicht ausmachen. Den Gegner. So, ich schau gerade, ich suche mir gerade immer mal so einen ruhigen Bereich, wo ich auch sicher bin. Und nutze das immer mal, um auf die Minimap zu schauen. So, und auf jeden Fall holen die jetzt auf, die Gegner. Und die sind jetzt hinten reingekommen, oder? Ne. Ah, okay. Naja, jetzt weiß ich auch das nächste Mal, wenn ich im Flugzeug bin, das hat auch Fenster, da kann man durchschießen. Scheiße, habe ich nicht aufgepasst. Wieder der Typ mit der UMP, oder? Ja, sieht so aus. Also, jetzt liegen wir leider ein bisschen knapp zurück. Wir müssen jetzt ein bisschen versuchen, mehr die Flaggen einzunehmen. Ja, das ist ein bisschen hier auf dieser Map. Hier gibt's, also hier wird doch sehr gerne gesniped. So, wir haben uns, glaube ich, revanchiert. So, komm, wir hauen mal ab. Wir müssen uns jetzt eine Flagge holen. So, komme ich da durch? Na, Moment. Oh, ist das blöd. Verdammt. Raus. Mir gerade zu kompliziert. Wir folgen mal dem Kollegen. Und wir verlieren schon wieder diese Flagge. Skipse, ich bin tot. Ich bin tot, oder? Ja, hinten. Ja, Sniper, keine Ahnung. Ja, natürlich. Den, ich habe mich ja schon gewundert. Na, mich hat heute noch bei diesem Spiel noch keiner mit der SRR 61 gekillt. Das ist ja ein Wunder, hä? Unglaublich, natürlich. Die gibt es ja in jedem Spiel. So, mein Freund. Oh, der verträgt nur noch eine Kugel, komm. Verdammt, jetzt ist er untergetaucht, oder? Ich bin extra noch... Egal. Ich wusste, dass der mich überfahren wollte, aber... Ich habe mir gedacht, ich will den jetzt unbedingt killen. Scheiß drauf. Sauber, Jungs. Klasse Arbeit. Ich bin direkt tot. Ich gehe da jetzt mal weg von diesem Bereich, weil... Ja, das sieht mir so momentan danach aus, dass das scheinbar so mit der Hauptspot ist. Und... Ja, ich gucke gerade mal, das wird gerade umkämpft. Da will ich jetzt gerade nicht spawnen. Ist die Gefahr groß, dass ich direkt wieder drauf gehe. Und das ist dann immer so... Jetzt können wir, glaube ich, oder? Ja, das ist dann immer so ein bisschen frustrierend. Oh, wir haben hier Nachschub bekommen. Da kann man ja sogar dann die Klasse wechseln, ne? Also wenn ihr hier drauf geht, könnt ihr jetzt auch automatisch zum Beispiel als Pionier zocken, wenn ihr da Bock drauf habt. So, jetzt schauen wir mal. Da ist nichts los. Dann... Den Kollegen werfen wir gerade mal ein Medikit hin. So, wir schauen mal. Ich weiß, ich laufe jetzt mal wieder kurz alleine. Und das machen wir mal kurz, weil ich wollte auch einfach mal den Bereich wechseln. Und mich jetzt nicht nur in einem Bereich aufhalten. Und ja, jetzt haben wir hier einen Squad-Befehl bekommen. Da können wir uns ja mal durchschlagen.
und zu D und dann können wir gleich wieder zu meinem Squad stoßen. So, weil wir liegen nämlich leicht jetzt gerade hinten. Und es wäre nicht schlecht, wenn wir vielleicht zur Abwechslung es auch mal schaffen, mal wieder hier eine Runde zu gewinnen. Ja. Ich glaube, oben auf dem Berg ist vielleicht ein Sniper, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es ja merken, wenn er mir in den Rücken ballert. Naja, gut. Na. Oh, aber hier ist einiges, nur einer. Schaut mal, wie cool die Waffe ist eigentlich. Ich höre da irgendwie Schritte. Okay, das ist ein Teamkollege, sauber. Was für ein Arsch. Tube, der Typ. 87%. Der braucht eigentlich nicht mehr viel, wollte ich gerade sagen. Weil den hatte ich schon so angehittet. So, wir müssen uns jetzt hier um die Flagge kümmern. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr auf die Flaggen gucken. Ich habe gerade ganz kurz was auf der Minimap gesehen. Ich war mir nicht sicher, ja. Ist der tot? Ja. So. Jetzt müssen wir kurz die Minimap beobachten. Nicht, dass da irgendwie wieder so ein Boot um die Ecke kommt und mich ausschaltet. Hinten ist jemand mit dem Fallschirm abgesprungen. Sauber, perfekt. Komm, weiter geht's. Wir schnappen uns mal hier so einen Teil. Und wir können ja mal schauen, dass wir den Teamkollegen nochmal mitnehmen. Steig ein, Kollege. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Wasser hier tief ist. So, weil das ist hier markiert mit solchen Pfählen. Und genau, und da kann man dann durchfahren. Da ist das Wasser dann nicht so tief. Okay, wir sollen jetzt auch diese Flagge verteidigen, eh. Da machen wir das mal. Wahnsinn, cooles Gerät hier. So, wo sind wir hier? Moment. Ja, laufen wir hier mal hin. E, oder? Wo ist denn jetzt die E-Flagge? Nein. Ich bin tot, bestimmt. 19%. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß gerade nicht, was das ist, was da feuert. So, schnell weg. Ich schau auf der Map, mir wird nichts angezeigt. Ah, da oben wird ein Sniper sein. Wäre doch mal geil, wenn ich den ausschalten könnte, ja. Sogar zwei von den Kameraden, perfekt. Das ist natürlich genial. Das macht natürlich echt besonders viel Spaß. Schaut mal, jetzt haben wir so einen Flak freigeschaltet. Ich weiß jetzt gar nicht, was das ist, also welche Auswirkungen das hat. Ich höre da schon wieder einen am Snipern. Können wir drei Sniper ausschalten? Das wäre ja mal cool. Da ist ein Kollege. Oh, aber hier hinten ist noch einer und rechts war auch einer. Hier unten war auch irgendwo einer. Hier wird mir was auf der Minimap angezeigt. Hier unten irgendwo. Ich muss schnell weg. Ich habe nur gerade keinen Plan, wo der ist. So, kurz orientieren. So, wie steht's übrigens? Wir liegen leider mal wieder zurück. Schade. Aber dass wir diese beiden Sniper erwischt haben, das war cool. Scheiße, weg. Weg, 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 weg. Schnell weg. Und den von hinten abknallen. Wie sie alle am Snipern sind. Hier durch die Erschütterung. Wer snipert? Hier oben muss irgendwo einer sein. Ich muss mich erst wieder auf 100% aufladen. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass ich hier One gehittet werde. Ja, hier, guckt euch das an, wie schnell das geht, ja. Da war er. Naja.
Also die Map ist schon sehr sniperlastig. So, ah ja, ich wollte jetzt mal eigentlich gerade mal so einen Chopper schnappen, aber dann war er dann doch wieder belegt. Die sind immer so schnell besetzt. Ja, also, es sieht leider nicht gut für uns aus, weil, ja, es ist noch relativ ausgeglichen und es ist eigentlich auch noch alles drin. Aber irgendwie schaffen wir es nicht wirklich. Komm. Oh nein, ein Boot. Meine Güte. Oh. Weg. Ja, jetzt fängt es leider an, ein bisschen zu laggen, weil der Server wohl voll geworden ist. Dafür euch mal zur Info. Also ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, dass das DLC... Ja, schaut ihn euch an. Dass das DLC ja für die Nicht-Premium-Kunden ja verschoben wurde auf den 15. April, also noch vor Ostern. Und die haben ja festgestellt, dass bei diesen Servern, die haben jetzt wohl scheinbar das Problem erkannt. Und dass es wohl an den Servern liegt und die wollen zumindest für diese Server die Hardware optimieren. Und ja, und dadurch wollen sie es dann halt beheben. Und naja, hoffen wir einfach mal das Beste. Also zumindest würde das dann bedeuten, wenn sie das in den Griff bekommen, dass wir zumindest über Ostern hier auch richtig geil zocken können. So, jetzt müssen wir mal wieder schauen. Ja, mein Teamkollege snipert. Das ist das Problem, wenn man zu viele auch im eigenen Team hat von diesen Leuten, weil die wenigsten spielen halt Objective. Und das kann halt auch der Grund sein, warum man dann vielleicht die Runden verliert. Weil die nehmen in der Regel halt nicht die Flaggen ein. So, D haben wir auch. Ihr merkt, ich orientiere mich gerade so ein bisschen. Ja, also, hier geht's hin. Squad-Befehl. Die Flagge sollen wir einnehmen. So, also, mal hin da. Oh, oder? Jetzt stehe ich hier ganz auf offener Fläche. Und ja, ich werde schon unter Beschuss genommen, ja. Und jetzt, man trifft dann halt auch nicht. Und gerade auf der Entfernung, wenn es nicht richtig flüssig ist. Die ganzen Leute habe ich alle nicht gesehen. Auf einmal waren sie da. Also das ist schon scheinbar dann doch der Hauptbrennpunkt auf dieser Map. Ja, das ist ärgerlich. Sobald der Server voll wird, dann leider macht es dann wieder nicht ganz so viel Fun. Hat sonst echt so die ersten... dass die erste Hälfte oder mehr als die erste Hälfte echt richtig Bock gemacht. So. Okay, der ist gerade gekillt worden, der Typ. Oh, wir machen mal... Nee, wir machen keinen Kill. Der war schneller. So. Na gut, dann lass uns das Ding nochmal nach Hause schaukeln. Nach Hause schaukeln, das passt ja irgendwie, oder? Lass uns das Ding nach Hause ruckeln. So, ja, da muss ich weg. Das macht jetzt gerade keinen Sinn, da auch den Fluss zu überqueren. Was haben wir auch übrigens für einen Squad-Leader? Echt, der soll mal hier ein paar andere Flaggen markieren. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Schaut mal. Auf der Distanz brauche ich da auch nicht drauf feuern. Wir können es ja mal machen. Ah, ich verschieße nur meine Munition. Ja, weg. Ich sehe sie dann auch schlecht, weil ich meinen Rettort gerade noch nicht mal gesehen habe. Aber wir holen jetzt gerade auf. Also wir haben drei Flaggen eingenommen. Und eine weitere Flagge blinkt. Ich versuche mich da mal irgendwie außen weiter durchzuschlagen. So, gucken wir mal. Feindliches Boot wäre hier irgendwo. Am Osten. Ja. Ja, ist schon wieder ein Sniper. Ich sterbe gleich bestimmt wieder durch den Rückenschuss. Weil ich komme hier kaum von der Stelle.
Schade. So, komm, ich hab ihn getaggt. Komm, den schnappen wir uns jetzt. Das waren, glaube ich, zwei oder drei von diesen Fallschirmspringern. So, wenn ich jetzt wüsste, wo die sind. Hinten ist eine Flagge da. Schlagen wir uns jetzt mal durch. Genau, wir laufen hier oben mal lang. Das machen wir jetzt. Genau, E-Flagge. Ja, ist noch alles drin in der Runde. Ich habe einen feindlichen Scharfschützen östlich deiner Position gesichtet. Ah ja, hier ist ein Spot. Lag da einer, ne? Ah, verdammt. Scheiße, der ist da hinten weitergefahren. Mist. So, schnell regenerieren. Und weiter. Was ist das? Perfekt. Und da ist noch einer. Und spawn da jetzt. Komm, Teamkollege, du kannst doch mal unterstützen. Da ist doch noch ein Teamkollege. Komm weg, Deckung, Deckung. Ja, wir können... Ich nehme sogar von hier die Flagge ein, ja. Ja, das ist wichtig, dass wir es jetzt einnehmen. Und jetzt habe ich keine Munition mehr. Auch mein Teamkollege ist draufgegangen. Ah, wiederbeleben kann ich nicht. Nördlich wäre ein Scharfschütze. Ich wollte mir die Waffe schnappen von dem Typen. Hat das jetzt geklappt, ne? Komisch. Ah, da hinten ist noch einer, da müssen wir hin. Dann versuche ich den mal zu killen mit der Pistole, um mir die Waffe zu schnappen. Also, schaut mal, 155 zu 171. Also. Super knapp gerade. Da ist er. Oder sind sogar zwei. Scheiße. Der will nicht sterben, der Typ. Da ist noch einer. Scheiße, da ist noch einer. Und es leckt leider so. Ah, das will man machen. Boah, aber dass es so lange gedauert hat. Als ob das Wasser da nochmal... Ich meine, in Wirklichkeit ist es ja auch so, ne? Da hat wohl das Wasser dafür gesorgt, dass dass der nicht so viel Schaden genommen hat. Nehme ich jetzt mal an. So, wollen wir das spawnen? Oder ist mir das zu hektisch, zu chaotisch? Im Little Bird. Jo, das machen wir mal. Okay, da ist einer. Und raus da. Okay, da oben ist der. Da war nämlich noch einer. So, dann versuchen wir mal, den erstmal rankommen zu lassen. Scheiße, jetzt hat er mich entdeckt. Und ich sehe wieder nicht meinen. Ja, ich wusste, dass da noch einer war. So, das wird ja jetzt spannend. Kommt der links wieder? So, jetzt ist die Frage, wo ist der? Ich habe 100%. Da oben ist er jetzt, ja. Aber hier habe ich Deckung. Wie steht's? 108 zu 120. Da ist auch ein Chopper. Tja, was mache ich jetzt? Erstmal gehe ich in Deckung. So, noch hat der mich nicht gesehen. Das ist das Gute. Aber jetzt nehmen wir die Flagge ein, ja, hinter. Perfekt. Die Punkte nehmen wir auch noch mit. Ja. Aber es ist schade, dass es jetzt dann doch so angefangen hat zu ruckeln.
Geil, wir haben ihn erwischt. Cool. So. Oh nein. Ah, wo kam der her auf einmal? Ärgerlich. Ah, das war ärgerlich. So, was machen wir jetzt? Wir müssen hier bei E aushelfen, weil wir verlieren die Flagge gerade. So, also. Hat geklappt. Ach ja, zwei Leute sind hier. Hier kommt einer. Und hier wurde mir auch noch einer angezeigt. Gehe mal kurz in Deckung. Ja, schade, dass das so leckt. Das ist dann echt ärgerlich. Das ist nicht schön. Hier. Komm. Ich sehe die mal wieder nicht. Ich weiß, hier müsste einer sein. So, komm. Wer von wo? Wer? Wie? Oh, ist das schlimm gerade. Ganz schlimm. Weg. Die fallen nur um und ich weiß, das Problem ist, ich weiß nicht von wo. Hier, ich, ach, da. Ja, das ist gerade, ja, ihr seht es ja selbst, ist halt gerade kaputt, da kann man da halt nichts machen. Na gut, ich bin jetzt eigentlich nur noch froh, ich hoffe, das Spiel jetzt aufhört, weil... Das macht dann jetzt leider da nicht so viel Spaß. Komm, wir werfen nochmal Medikit hin. Ja, ich sterbe bestimmt gleich nochmal. Komm, geh mal weg. Hohe Feindpräsenz. Komm, wir geben nochmal unser Bestes. Es war eine ganz knappe Runde. Wir verlieren ganz knapp hier. Hier, guck mal, ich werfe... Ah, das ist schlimm gerade. Komm, vielleicht können wir nochmal einen killen. Ah, ich hoffe, der sieht mich nicht. Ja, komm. Von wo? Von wo feuert der auf mich? Von da oben. Ah, wir sind nicht draufgegangen, immerhin. Schaut mal, so knapp haben wir verloren. Also, naja, da bin ich ja echt mal gespannt nochmal auf meine Stats. War keine super Runde, aber ich denke, war eine ganz durchschnittliche Runde für mich. So, gucken wir mal, was haben wir erreicht. Naja, war für mich eigentlich noch ganz okay. Also in einem Anbetracht der Umstände durch die Lags, durch diese ganzen Lags und so am Ende... War es dann noch für mich ganz okay. Also, dann, wie gesagt, hoffen wir mal, dass das dann vor Ostern hier etwas besser läuft. Und ich werde dann mal schauen, was ich jetzt zeige. Vielleicht dann jetzt nochmal rasch mal wieder zocken. Vielleicht mal wieder Second Assault DLC. Und dann Eroberung auf diesen neuen Naval Strike Maps. Dann erst wieder, wenn es richtig läuft. Und ja, also, macht's gut, haut rein und ciao.